Auf Platz 10, schon mal gehört diesen Namen, Emil Frey, in dem Fall die Hessengarage in Frankfurt, herzlichen Glückwunsch. Platz 9, Audi Stuttgart in Vaihingen. Auf 8, wieder Emil Frey mit Avalon Premium Cars in München. Auf Platz 7, Kröll Motor Company in Hamburg. Auf Platz 6 im Allgäu, Autosinger aus Kaufbeuren. Auf Platz 5 und 4, Emil Frey Autofiegel in Schwabach. Und auf der 4, Emil Frey Avalon Premium Cars in Kronberg. Ja, und der dritte Platz geht an einen Neustarter in diesem Jahr, an die Kröll Motor Company in Rostock. Der zweite Platz an das Autohaus Brass in Dietzenbach. Letztes Jahr in einer anderen Kategorie auf Platz 3. Und der große Henkelpott oder, wie Professor Reindl sagt, Salatschüssel, geht nach Lüneburg an Stern Partner. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn Menschen in Norddeutschland so aus sich herausgehen. Aber natürlich wird man nicht alle Tage bester Autohausarbeitgeber. Ja, ich bin natürlich sehr stolz, so einen Preis entgegennehmen zu dürfen, hier für die Firma Sternpartner. Das ist eine tolle Auszeichnung. Ich darf bei aller Bescheidenheit sagen, es ist eine Auszeichnung, die die Mitarbeiter auch der Unternehmensleitung geben, weil wir offensichtlich einiges richtig gemacht haben und die Mitarbeiter uns das eben in dieser Befragung durchaus honoriert haben. Und das ganze Team im Autohaus hat sich beteiligt. Überraschungen gab es keine, denn die Mannschaft steht zusammen. Oder ja, man erzählt ja auch untereinander, und was hast du angekreuzt? Ne, das ist ja immer wie irgendwie beim Test oder bei so einer Umfrage. Natürlich, aber nein, alles gut. Sternpartner hat in den letzten Jahren viel geleistet. Das Unternehmen wurde auf gesunde finanzielle Füße gestellt und das Portfolio bereinigt. Jetzt bekommt das Haus auch eine optische Frischzellenkur. Also grundsätzlich haben wir das alle gemeinsam irgendwo geschafft. Das Geheimnis, da gibt es kein Geheimrezept für. Es ist halt tatsächlich der offene Dialog, der Umgang miteinander, dass man sich auch mal die Meinung sagen darf, auch mal die Kritik erträgt. Aber die Kritik muss immer konstruktiv bleiben, nicht von oben herab oder belehrend, sondern eher wirklich dann auf Augenhöhe mit einem kollegialen Hinweis. Viel Vertrauen gehört auch dazu. Und so ist es kein Wunder, dass einer der jüngsten Werkstattchefs in Norddeutschland gerade bei Sternpartner arbeitet. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater ist auch relativ früh Meister gewesen, auch schon früh selbstständig. Und ich habe mich hier wohl gefühlt und dann dachte ich, das ist der richtige Weg für mich. Und mit 23 sieht er auch seine weitere Zukunft in dem Unternehmen. Also es ist das Team, was Spaß macht, ne? Gerade weil wir so ein junges Team sind und viel Dynamik hier drin ist. Das ist sehr toll. Dann die täglichen Herausforderungen, unser schönes tägliches Geschäft. Dann natürlich die Vorgesetzten, so, die uns von oben dementsprechend anleiten. Das ist einfach schön, so, weil wir da eben eng vernetzt sind und gute Kommunikation haben. Ja, das macht Spaß. Bei allen Gesprächen hören wir immer wieder, das Team ist einfach klasse. Natürlich auch im Servicebereich. Es macht halt auch Spaß, ne? Mit den Kollegen, der Kundenkontakt vor allem. Das ist schon das, was ich liebe und wofür ich brenne. Ja. Also wir sind ein super Team, auch ein junges Team. Unsere Chefs sind super, also da kann ich echt glücklich sein, dass ich hier arbeite. Seit 5 Jahren. Die Wurzeln der Autohausgruppe Sternpartner reichen übrigens über 100 Jahre zurück. Aber den Preis bester Autohausarbeitgeber in der Kategorie der großen Betriebe, den hat man nun zum ersten Mal errungen. Die Leistungen von Sternpartner sind immens. Neben finanziellen Vergütungen oder einer arbeitgeberfinanzierten Berufsunfähigkeitsversicherung wurde mit einer Akademie auch in Aus- und Weiterbildung investiert. Mit einem Videopodcast wird das Team alle 14 Tage über Entwicklung im Unternehmen auf dem Laufenden gehalten. Und ich glaube, das alles in Summe führt bei den Mitarbeitern dazu, dass sie mit ihrem Arbeitgeber derzeit sehr zufrieden sind. Und dieser Preis führt natürlich auch dazu, dass die Herausforderung groß ist, dass wir auch bei weiteren Teilnahmen von entsprechenden Wettbewerben beim besten Autohausarbeitgeber weiterhin eine Top-Platzierung bekommen.